So, willkommen zurück. Wir haben, wer hätte das gedacht, ein wenig mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Hoffentlich bleibt das Audio diesmal stabil. Und an der Stelle möchte ich jetzt Coco begrüßen. Coco unterstützt unter anderem Chaos macht Schule und interessiert sich ganz offensichtlich für Singvögel. Wie man jetzt herausfindet, wie man diese Singvögel live tatsächlich verfolgt und kartiert sozusagen, wird sie uns jetzt erklären. Und das Spannende dabei ist, das wird ein bisschen interaktiv sein. Das heißt, ich werde das Chaospad, was wir im Wiki und im Pre-Talks verlinkt haben, werde ich ein Auge drauf haben, und wenn jemand konkrete Fragen hat, darf er die gerne reinschreiben, oder Sie natürlich. Und dann werde ich die weiterleiten, und dann werden wir mal versuchen, das sofort zu bearbeiten und daraus einen tatsächlich interaktiven und spontanen Workshop zu machen. Ich bin gespannt. Dann erzähl mal los, Coco. Ja, danke erstmal für das Intro. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch jetzt kurz erzählen, warum man überhaupt Singvögel kartiert, wozu das wichtig ist und ja, wie das organisiert ist. Und dann möchte ich mit euch zusammen in QGIS einen solchen Datensatz von einer jährlichen Erfassung auswerten, dass wir dann eben sehen, wie viele Singvogelreviere gibt es auf dieser Probenfläche. Ich denke, wenn ihr mitklicken wollt, dann wäre es gut, wenn ihr euch spätestens jetzt den QGIS-Desktop installiert. Das ist ein Freeware-Tool, um Karten zu erstellen. Und um dann dazwischen zu fragen, wenn ihr nicht mitkommt oder noch etwas anderes ausprobieren wollt, dann auf den üblichen Kanälen, wie Stormwind es eben schon erklärt hat. So, dann, ich habe ja fünf, sechs Folien. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Nämlich, warum erfasst man überhaupt Vögel? Jeder kennt sie, sie piepen auf dem Balkon rum, aber eigentlich interessieren sie die meisten Leute eher wenig. Aber gerade um umweltpolitische Entscheidungen qualifiziert zu treffen oder auch um Dinge von der Politik qualifiziert zu fordern, muss man sich auf belastbare Daten berufen können. Ich kann nicht einfach sagen, schützt die Vögel, sondern ich muss sagen können, schaut mal, Bestand von diesem und jenem Vogel hat in den letzten 30 Jahren um 80% abgenommen. Den müssen wir retten. Und deswegen erfasst die Bundesrepublik, aber die EU ganz besonders auch Indikatoren. Indikatoren, die dann abbilden, wie sich Lebensräume wie Wald, Agrarfläche oder Meer, Flüsse entwickeln. Und diese Indikatoren werden dann eben dazugezogen, wenn es darum geht, zu argumentieren, um bestimmte Gesetze und so durchzusetzen. Ja, die Bundesrepublik Deutschland hat da den Indikator Artenvielfalt und Landschaftsqualität. Das klingt jetzt extrem umfassend, aber praktisch stützt sich dieser komplette Indikator auf Vogelarten. Man hat jedem Landschaftstyp ein Set von Vogelarten, die normalerweise drin vorkommen, zugeordnet. Man checkt, ob die noch da sind. Und bestimmt dann darüber eine Zahl, zu wie viel Prozent diese Landschaft in Ordnung ist. Die EU-Kommission, die hat noch ein paar zusätzliche, zum Beispiel diesen Common Wird Index und so, auch wieder nach Landschaftstyp und Vogelart und so, die dann in Summe wiedergeben sollen, wie intakt die Natur ist. So, unser deutscher Index Artenvielfalt und Landschaftsqualität, der teilt halt auf in fünf Landschaftstypen. Das ist erstmal das Agrarland, wo es meistens am schlimmsten aussieht. Die Wälder, die sich eigentlich kaum verändert haben und wo sich auch die Anzahl der Vögel entsprechend kaum verändert hat in 30 Jahren, seit es diese Indikatoren gibt. Den Siedlungsraum, die Binnengewässer und eben die Meere. Binnengewässer und Meere zu trennen, das hat schon Sinn, erstmal, weil das völlig andere Vögel sind im geschützten Süßwasser und im offenen Salzwasser und so weiter. Und man hat jedem Landschaftstyp einfach ein Set von Vögeln zugeordnet. Man schickt jedes Jahr die Kartierer los, um durchzuzählen, wie viele von diesen Vögeln sind überhaupt noch da auf ausgewählten Flächen. Und danach bewertet man dann, wie intakt oder nicht intakt höchst offiziell diese Landschaft ist. Gewissermaßen kann man sagen, Deutschland trifft politische Entscheidungen aufgrund vorbeifliegender Spatzen. Deswegen ist es eben wichtig zu sehen, wo sie vorbeifliegen.
So, nun müssen diese Daten aber irgendwo herkommen. Und Deutschland beschäftigt eben nicht 10.000 Kartierer, also Biologen, sondern das wird ehrenamtlich gemacht. Und zwar hat das Bundesamt für Naturschutz, heißt es, glaube ich, BFN, das ganze Ding geoutsourced an den Dachverband Deutscher Avifaunisten. Das ist ein Ehrenamtsverein, der inzwischen 1.650 Ehrenamtliche, Moment, ja, Ornithologen eingespannt hat. Jeder davon hat eine Fläche, die er viermal im Jahr begeht und dann akribisch nach Sicht und nach Ohren Vögel zählt. Einfach nur in der Karte einzeichnet, hier habe ich einen Grünfink gesehen, hier habe ich zwei Amseln gesehen und so weiter. Und wir werden uns jetzt hier mit dieser kleinen Fläche in der Nähe von Hannover befassen. Die habe ich nämlich die letzten 2 Jahre kartiert. Also insgesamt 8 Begehungen sind das. Die erste Begehung ist immer im März, die letzte ist im Juni. Und das sind dann immer so 4 festgelegte Zeiträume, in denen man einen Morgen lang, möglichst ab Sonnenaufgang, 1 bis 2 Stunden lang, ja, eine Linie ablaufen und zählen muss. Hier auf der linken Karte sieht man die roten Flecken. Das sind die tatsächlich vergebenen, also wirklich kartierten Flächen. Und die ganzen vielen grünen Flecken, ja, fast genauso viele, sind die Flächen, die eigentlich kartiert werden müssten für eine repräsentative Erfassung, für die sich aber bis heute kein ehrenamtlicher Ornithologe gefunden hat. Das sagt schon mal aus, dass unser deutscher Indikator für die Landschaftsqualität komplett lückenhaft ist, weil er eigentlich eben nur halb so viele Flächen wirklich erfasst, wie er sollte. Das heißt, wenn ihr euch mit Vögeln auskennt, könnt ihr euch gerne noch melden. Das ist eine Sache, die wirklich Spaß macht. So, jetzt kommt das, was mich veranlasst hat, überhaupt hier diesen Workshop abzuhalten. Nämlich, also eine systematische Erfassung dieser Flächen gibt es bereits seit 1989. Und bis letztes Jahr wurde sie ganz traditionell mit Bleistift auf Papier gemacht. Wir haben also ein paar Ausdrucke unserer Karte gekriegt, sind dann damit rausgegangen ins Feld oder in meinem Fall in eine Siedlung. Und dann ging man da durch und immer, wenn man einen Vogel gehört hat, hat man eine Karte reingeschrieben, welche Vogelart das ist und eben vielleicht auch, was der Vogel gerade tat. Also Buchfink singend, Amsel fressend und so. Und nach dem vierten Durchgang hat man sich zu Hause hingesetzt mit noch mehr Kopien von dieser Karte. Und hat das aufgespalten nach Vogelart. Also man nimmt sich eine Blankokarte und alle Amseln aus den ersten 4 Karten, die man im Feld erfasst hat, kopiert man dahin. Dann nimmt man sich noch eine Karte und alle Spatzen aus den ersten 4 Karten, also den sogenannten Feldkarten, überträgt man dann in die Spatzenartenkarte. So entstand aus den 4 Feldkarten jeweils eine Artenkarte, wo dann in 4 verschiedenen Farben für jeden Durchgang eine Farbe, die Fundstellen eingetragen waren. Und dann konnte man eben einkreisen, wenn man in einem bestimmten Zeitraum diese Vogelart gesehen hat, dann galt das als relativ sicheres Brutrevier. Das ist je nach Art anders, weil manche Arten wandern schon sehr, sehr früh im Jahr, manche wandern erst spät im Jahr. Und je nachdem, wie früh sie wandern, desto früh lassen sie sich häuslich nieder. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Meise schon im April antreffe, kann ich davon ausgehen, dass sie da, wo sie da ist, auch brüten wird. Bei dem Mauersegler wäre das völlig anders. Mauersegler im April, der ist ziemlich sicher auf Durchreise. Den muss ich schon im Mai oder Juni sehen, damit ich sagen kann, da, wo er jetzt ist, ist auch sein Brutrevier. Da gibt es dann eine große Tabelle von und habe dann nachgeschlagen, ich habe hier Punkte in dieser Farbe von dieser Vogelart. Brutrevier, ja, nein, und da wurden da halt die Punkte eingekreist. Seit diesem Jahr haben wir das digitalisiert. Und zwar gibt es die App Naturalist. Ja, es ist ein Wortspiel. Und die gibt es schon einige Jahre. Und alle, die so in Deutschland hobbymäßig Vögel zählen, haben die eigentlich. Und damit übertragen wir unsere Zufallsbeobachtungen, nämlich immer an die Plattform ornito.de. Das ist ein Portal, das wirklich nur dafür da ist, Vogelbeobachtungen zu sammeln. Und da werden dann auch mehr oder weniger wissenschaftliche Auswertungen drüber gemacht. Und das fließt unterstützend auch ein in Indikatoren vom Staat und in die EU-Statistiken, nämlich immer für die Gegenden,
wo man wenig systematische Kartierungen hat und trotzdem Daten braucht, dann beruft man sich halt auf Ornitho. Für alle Leute, die ein bisschen Firma sind, dass sie nicht mehr auf Naturgucker posten, eben ihre Vogelbeobachtungen sammeln. Dafür wurde ein Zusatzmodul entwickelt, das eben hier die Linie, die man ablaufen soll, als systematischer Kartierer einblendet und dann eben nicht nur grob das Planck-Quadrat speichert für jede Beobachtung, sondern wirklich die exakten Gesichtungskoordinaten. Man kann dann hier ist ein kleines Beispiel auswählen, welche Vogelart sehe ich jetzt gerade, wo ich hier stehe, wie viele von diesen Vögeln sehe ich und was tun sie? Singt der Vogel gerade? Ist er einfach nur da? Es gibt Vögel, bei denen kann man das Geschlecht bestimmen. Klassiker, es hat die Amsel, das Männchen schwarz, das Weibchen braun, dann kann man das auch noch auswählen. Das ist relativ wichtig. Denn wenn man zwei Vögel sieht auf relativ kleinem Raum und das sind beides Männchen, ja, dann geht man eigentlich davon aus, dass das zwei getrennte Reviere sind. Sieht man aber ein Pärchen, ja, dann ist es eigentlich wahrscheinlicher, dass die zusammen in ein Revier gehören, dass das halt das Paar ist. Und es gibt halt, man kann sehen, habe ich einen Vogel gesehen, der Nistmaterial trägt, dann gehe ich davon aus, dass er nicht auf Durchreise ist, sondern hier in dieser Gegend jetzt auch sein Nest bauen wird. Weil es aber dann auch sein kann, dass er das Nest wieder aufgibt und weiterzieht. Wenn ich sowas hier sehe, Vogel, der mit der Futter trägt, dann ist es ziemlich sicher, dass er hier ein Brutrevier hat, weil er eben sogar schon Küken hat und Futter zu denen hinträgt. Oder man hat vielleicht ein Nest gefunden, dann ist es auch ziemlich sicheres Brutrevier. Das erfasst man eben alles live im Feld. Ich kann euch jetzt leider nicht mit ins Feld nehmen. Darum schauen wir jetzt an, was nach der Feldarbeit zu Hause gemacht wird. Wenn ihr mitklicken wollt, könnt ihr euch jetzt von dieser Adresse shared-corinda-john.de/export.geojson die Punktwolte holen, die beim Kartieren im Feld entstanden ist. Also das funktioniert, wie gesagt, so. Man ist halt mit der Naturalist ab, die Linie abgelaufen, hat alle Daten viermal hochgeladen und nach dem vierten Mal, nach ein paar Tagen Verarbeitungszeit, bekommt man dann eben diesen Export zugeschickt. Und dann ist es einem selbst überlassen, wie man den auswertet. Und am Ende soll man nur alle Reviere, die man daraus hergeleitet hat, in eine Excel-Liste eintragen und einschicken. Das ist dann das Ende der Feldarbeit. So, ich denke, der Link stand sich jetzt eine ganze Weile. Da teile ich mal meinen Bildschirm und wir werten dieses GeoJSON zusammen aus. So, QGIS habt ihr hoffentlich schon installiert. Wir starten ein völlig neues Projekt. So, und jetzt holen wir uns die Punktwolke, wie sie aus ornitho.de rauskam, einfach mal in das Layer-Fenster rein. So, jetzt werden wir gefragt. Hier sind also drei verschiedene Arten von Layern drin. Hier ist ein Polygon drin, das ist eigentlich irrelevant, das ist nur der Umriss von meiner Probenfläche. Es gibt Lines, Linien, das ist die Linie, die ich abgelaufen bin. Im Nachhinein auch uninteressant. Und es gibt Punkte. Jeder von diesen Punkten ist eine Beobachtung, die ich eingetragen hatte. Das ist das, was ich brauche. Hier sehen wir erstmal Punkte, die sehen alle gleich aus. Erste Frage ist, wo ist das überhaupt? Um das sichtbar zu machen, gibt es eine sehr nützliche Erweiterung. Die heißt Quick Map Services. Sollte eigentlich jeder sich als erstes installieren, nämlich QGIS irgendetwas tut. Das heißt, ich lasse es mal eine Weile stehen, dass jeder sich den Namen merken kann. Quick Map Services zeigt sich dann hier oben als ein so ein Tool-Button. Und wir können aus dem Standard einblenden. Dann bekommen wir eine Bitmap-Karte hinterlegt, die schlicht und ergreifend das OpenStreetMap von diesem Ort ist, an dem sich die Punkte häufen. Die ist jetzt leider sehr kontraststark, sodass man die Punkte jetzt nicht mehr so gut sieht, aber das lässt sich ändern, indem wir auf die Eigenschaften davon gehen.
Und dann die Helligkeit einfach ein bisschen hochregeln. So auf Anwenden, bis wir sie anwenden, zeigt uns immer, wie es aussieht. So, jetzt ist es ein bisschen blasser. Jetzt können wir davor die Punkte besser sehen. Ziel ist ja nach wie vor, Asenkarten zu machen. Und jetzt schauen wir erstmal, was wir überhaupt haben, was wir da von Ornithio für Daten bekommen haben. Also wählen wir unsere Layer aus, unser Punktlayer, und schauen erstmal in die Attribute. Okay, die Punkte heißen offensichtlich nach der gesehenen Art. Fangen wir mal mit den Amseln an. Wir haben Punkte gekriegt mit Eigenschaften. Alle Punkte sind vom Typ Observation, ja was sonst. Sie kommen mit Datum, das ist schon mal wichtig, in welchem Monat der Vogel gesehen wurde. Irgendeine Datenbank-ID von der Art sagt uns jetzt ehrlich gesagt nichts, können wir ignorieren. Atlas-Code ist der Code für den europäischen Brutvogel-Atlas, der auch aus diesen Daten erstellt wird. Und das ist im Prinzip, was ich eingegeben habe, was der Vogel gerade tut. Es gibt da eine Liste von diesen Codes. Schau mal, ich müsste sie hier haben. Zack. Also A1 heißt, Vogel wurde gesehen. A2, er hat gesungen. Bei laut singenden und freisitzenden Vögeln geht man immer davon aus, dass es ein Männchen ist. Das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Also weltweit ist es so, dass bei 70% aller Vogelarten mindestens auch die Weibchen singen. Wir sind hier aber hier in Nordeuropa. Hier haben wir das Phänomen der fast allein singenden Männchen, zumindest während der Brutzeit. Die Weibchen singen dann mehr so, wenn die Küken schon fast schlüpfen. Die singen dann ihren Eiern vor, damit die Küken sich an ihre Stimme gewöhnen. Oder sie singen in der Mauserzeit manchmal. Was das Verhalten heißt, das ist im Moment noch gar nicht so wirklich erforscht. Wenn man so einen nordeuropäischen Vogel frei sitzend laut schmetternd hört, geht man eigentlich davon aus, dass es ein Männchen ist, das bald das ein Revier markiert, damit andere Männchen verschwinden und Weibchen herkommen. Und dann gibt es die B-Codes. Das sind die Codes, die auf wahrscheinliches Brüten hindeuten. Ich sehe einen Vogel, der wahrscheinlich zu einem Nest fliegt oder so. Oder ich sehe einen beim Nestbau. Und es gibt die Codes, die C-Codes, die sicheres Brüten anzeigen. Wenn ich jetzt einen Vogel auf seinem Nest entdecke. Oder wenn ich Küken entdecke. Oder solche Dinge halt. Die hatte ich, also das sind die Verhaltensweisen beim Kartieren, die sind jetzt hier als Atlas-Code enthalten. Was ID-Form ist, habe ich noch nicht in Erfahrung bringen können. Aber Species Name ist klar, das ist die ausgewählte Vogelart. Direction ist etwas, das mehr relevant ist, wenn man im offenen Feld, auf einem Acker oder auf einer Wiese kartiert. Und man sieht einen Vogel wegfliegen oder hinfliegen, da konnte man erfassen, in welche Richtung er sich bewegt. Aber da wir jetzt hier im Siedlungsbereich kartiert haben, wo man immer nur bis zum nächsten Haus gucken kann, habe ich die jetzt nicht erfasst und darum sind sie alle null. Okay, es macht also Sinn, diese Karten aufzusplitten nach Species Name. Dann haben wir automatisch schon eine Karte pro Art. Kommen alle noch mit oder gibt es Fragen im IRC? Okay, ich mache einfach mal weiter. Um die Karte aufzusplitten, gehen wir hier rechts in die Verarbeitungswerkzeuge. Und wir wollen teilen, also suchen wir mal nach teilen. Ja, Vektorlayer teilen, diese Funktion sieht auch schon ganz gut aus. Wir sagen mal ausführen. Und jetzt können wir hier das Feld ausführen, auswählen, nachdem wir die Karte teilen wollen. Wir haben gesagt Species Name. Und jetzt wird er mir einen Shape-Layer anlegen für jede einzelne Vogelart. Und jetzt müssen wir ihm sagen, wohin damit. Warte ich meine Dateien hier. Machen wir am besten einen Ordner mit, denn es werden viele. Und los. Vorgang, der erstaunlich schnell geht. Und wir sehen erstmal keine Änderung. Denn diese vielen, vielen Spezieskarten wollen wir ja nicht alle auf einmal hier reingeschmissen kriegen.
Wir haben jetzt hier mal ein paar Hilfsdateien von QGIS. Das Relevante ist immer die Shape-Datei. Wir schauen mal kurz rein, was in so einem Shape steht. Was denn, möchten wir den nicht mit Text öffnen, dann halt nicht. Wir sehen Sie. Wir ziehen einfach mal eine hier rein. So, andere Layer mal aus. Das sind unsere Amseln. Wir sehen, es sind schon mal deutlich weniger. Aber wir sehen immer noch nicht, in welchem Durchgang wir welche gesehen haben und was der Vogel getan hat. Wir müssen jetzt also noch ein paar Stile hier drunter legen. Das machen wir wieder bei den Eigenschaften. So, wir haben jetzt hier Markierungen drin in statischer Farbe, die uns nichts sagen. Wir ändern das mal in regelbasiert. Und jetzt kann man diese Regel, die eigentlich noch leer ist, verfeinern, heißt mit einem Sinn füllen. Und zwar wollen wir kategorisieren. Eigentlich brauchen wir das ja jetzt nach Durchgang, also nach Datum. Blöderweise ist unser Datum in den Attributen als ausgeschriebener Text drin, die wir ja eben gesehen haben. Aber so einen Text kann man ja aufspalten. Wir gehen also in den Formeleditor. Wir wollen einen Substring aus dem Date, und zwar den ersten Text zwischen zwei Leerzeichen, das war nämlich der Monatsname. Also wenn wir dritter Leerzeichen Mai, Leerzeichen 2020 da stehen haben, dann ist der Mai das erste Wort zwischen den zwei Leerzeichen. Und ab dafür klassifizieren wir mal. So, ihr habt jetzt diese fünf Klassen gefunden. Ich weiß nicht, was für ein Datensatz das sein soll ohne Datum, aber unsere vier Durchgangsmonate haben wir mit den Regex jetzt rausgesplittet. Und sie wurden automatisch mit zufälligen Farben versehen. Wir können den Stil schon mal anwenden und gucken, was passiert. Die Punkte sind jetzt bunt. Jede Farbe steht für einen Durchgang. Mir ist aber wichtig, welcher Durchgang welcher war, weil bei manchen Vogelarten, wie gesagt, werden manche Durchgänge verworfen, weil der Vogel daran nicht garantiert noch nicht oder garantiert nicht mehr brütet. Würde mich wundern, wenn wir eine Kohlmeise im Juni beim Brüten erwischen, also es ist dann vielleicht die Zweitbrut, aber nicht mehr die erste. Genauso würde es mich wundern, wenn ich einen Mauersegler im März schon beim Brüten erwische. Das kann nicht sein. Also müssen wir das jetzt auch irgendwie sinnvoll beschriften. Also gehen wir auf Beschriftung. Und wieder wollen wir nach einer Regel Beschriftungen eingeführt haben. Fügen also eine Regel hinzu. Wenn sie Durchgang. So, und hier soll jetzt unser Datum rein, wie eben. Das Datum, das die Farbe angibt. Und zusätzlich wollen wir wissen, was hat der Vogel getan. Also wir brauchen auch den Atlas-Code. Gut, dass wir eine Concat-Funktion haben. Also wir haben hier wieder unseren Regex, der aus dem Datum den Monatsnamen zwischen den Leerzeichen rauspult. Und wir konkatenieren das mit dem Atlas-Code, der uns das Verhalten von dem Vogel beschreibt. Theoretisch sollte es das jetzt schon gewesen sein. Mal gucken. Genau, wir haben jetzt Monatsname und Atlas-Code. Erstmal wieder zu hier. Und jetzt können wir OpenStreetMap wieder drunter legen. Und jetzt haben wir ein Problem. Es ist ein Gekrissel zwischen den Gebäudeumrahmungen und unseren schwarzen Labels. Wäre also schön, wenn die Labels noch ein bisschen umrahmt wären und sich ein bisschen besser abheben würden. Das kriegen wir hin. Eigenschaften wieder. Beschriftung ist noch ausgewählt. Und wir öffnen sie nochmal.
Wir wollen also einen Textpuffer, das ist der kleine Abstand, um die Schrift zeichnen. Farbe weiß ist okay. Zack. Anwenden. Und jetzt sehen wir, dass das Ganze schon ein bisschen besser lesbar ist. Also mit den Beschriftungen in QGIS kann man sehr gut rumspielen. Können auch noch einen Schlagschatten dahinter legen. Ob man den mag oder ob der mehr verwirrt, das ist Geschmackssache. Also mich stört das Statten immer ein bisschen mehr. Darum nehme ich ihn jetzt erstmal wieder raus. So, Puffer ja, Schatten nein und rein. So, das soll uns erstmal reichen an Stil. Es war ja die Frage, wie viele Brutreviere? Darum zoomen wir einfach mal ein bisschen in die Karte rein, mit Steuerung und Mausrad. Und jetzt müssten wir jetzt erstmal in unsere Tabelle reinschauen, wann man eine Antel eigentlich zählt. Ich hoffe, ich habe die noch. Genau. Hier haben wir Listen von Vogelarten und Durchgangsnummern, wann man diese Vogelarten als brütende Vögel zu beachten hat. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo eine Antel haben. Ja, hier gibt es noch eine Seite. Im März, April, nee, doch, und Juni. Durchgang 1, 2 und 3 sollen wir die Amsel beachten. Also zurück nach QGIS. QGIS, wo bist du? Da. März, April, Mai, Entschuldigung. Im März, April, Mai sollen wir die Amsel beachten. Im Juni sollen wir sie schon nicht mehr beachten, weil da die normale Standardamsel schon mit den Brüten durch ist und möglicherweise schon wieder durch die Lande zieht. Und um die jetzt einzuzeichnen, brauchen wir erstmal ein neues Layer. Und zwar fügen wir jetzt mit diesem Button hier ein Vektor-Layer hinzu. Vom Typ. Nicht der Button. Was der? Ich krieg's nie hin. Ein Shape-Layer, genau, vom Typ Polygon. Weil wir jetzt eben die Reviergrenzen, die sogenannten Papierreviere, eintragen müssen. Die heißen Papierreviere, weil sie praktisch nie die echten sind. Also wie viele Bäume dieser Vogel jetzt wirklich für sich beansprucht, das kann man jetzt so nicht sehen. Da müsste man ihn den ganzen Tag lang oder mehrere Tage beobachten, wenn sich die Grenzen nicht sogar noch verschieben, wenn ein Nachbarvogel aggressiver ist und so. Deshalb machen wir jetzt Papierreviere, wo er so ungefähr wahrscheinlich sein könnte. Also Polygon-Layer, das müssen wir wieder irgendwo hinspeisern. Ich tue es wieder in die Species und nenne es Amsel. So, und dann kann man jetzt den Bearbeitungsmodus starten für dieses Layer und anfangen, Objekte hinzuzufügen. In diesem Fall eben Polygone. Also es gibt in QGIS drei Ebenentypen. Es gibt Punktlayer, die enthalten immer nur Punkte. Es gibt Line-Layer, die immer nur Linien enthalten. Und eben Polygon-Layer, die immer nur Polygone enthalten. Es gibt keine Möglichkeit, jetzt ein gemischtes Layer zu machen, wo Punkte und Polygone und alles durcheinander ist. Man macht sich dann eben drei getrennte Layer. Für jeden Objekttyp ein eigenes. Und darum muss ich jetzt zusätzlich zu meinem Punkte-Layer, wo die Orte drin sind, noch ein Polygon-Layer für die Umrisse machen. So, wir haben diese Amsel hier oben an der Kirche gesehen. In April und in Mai. Die hier haben wir auch im Mai gesehen. Das müssen also zwei getrennte gewesen sein. Die hier im Juli noch gesungen hat, ist vielleicht die gleiche wie die hier vorne im Mai. Also rate ich jetzt mal, ups, was jetzt passiert? Na, QGIS, du solltest auch ein Objekt einfügen. Dass diese beiden dieselbe sind. Ja. Und dass
dann möglicherweise diese beiden auch die gleichen sind. Mal zwei Reviere. Und da haben wir die hier im März und April gesehen. A1 nur gesehen, A2, da hat sie sogar gesungen. Weil wir bei dem Singen dann wieder davon ausgehen, dass es ein Er ist. Bei der Amsel werde ich das vielleicht auch gesehen haben, dass Männchen ja schwarz ist. Direkt in der Nachbarschaft hat auch eine Amsel gesungen im Juni. Nicht mehr so wichtig, aber auch im März und Mai. Wird sich also hier eine aufhalten, die im März eine andere war als die hier. Also kann ich schon mal sagen, dass es nicht die hier war. Und diese hier, da wohl eine andere war. Dann machen wir mal hier hinten weiter. Hier war im März eine, hier war im März auch eine und hier auch eine. Das war wohl dann wohl drei verschiedene gewesen. Häufig ist es ja so, dass Vögel sich Ortsmerkmale einfach als Reviergrenze nehmen. Waldvögel haben oft den Waldweg als Reviergrenze. Da hat man dann links den Buchfink, rechts den Buchfink und dazwischen den Weg. Bei Siedlungsvögeln ist es halt oft ein Vorgarten oder ein Baum als Revier. Ein größerer Vogel hat vielleicht zwei Bäume oder einfach dann die Straße dazwischen als Grenze. Was hier gut passen würde, es gibt den Hintergartenvogel und den Vorgartenvogel. Der im März hier und April da, das kann dann wieder dasselbe gewesen sein. Hier war einer im Mai, aber nur im Mai, das ist etwas seltsam. Andererseits, das Viech kann fliegen, kann ja einfach nur auf Futtersuche hier gewesen sein, ohne hier zu brüten. Hier, die war im März und April hier, das ist doch wieder ein Revier. Die im Mai und Juni hier war. Jetzt wird es schwierig. Sie war im April hier und im Mai hier, also die zähle ich mal als eine, dieses Ganze hier zusammen. Die im April hier war, muss dann aber eine andere gewesen sein. Machen wir hier vorne mal weiter am Friedhof. Meistens der vogelreichste Ort des ganzen Dorfes. Hier im Mai eine hier gesehen und eine hier. Und jetzt kommt der gemeine Punkt. Der erste Bug, nämlich in diesem GeoJSON-Export. Das Gender des Vogels wurde zwar mitgespeichert, wurde aber im GeoJSON nicht in erkennbarer Form wieder ausgegeben. Ich könnte jetzt sagen, zwei Amseln, im Mai zwei Reviere. Mein Gedächtnis sagt es aber, das stimmt nicht. Nämlich, die hier an der Straße waren Weibchen. Und der hier zwischen den Häusern, das waren Männchen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die dann wahrscheinlich ein Paar sind. Hier vorne das gleiche Spiel. Zweimal Vogel gesehen, im Mai ganz dicht beieinander, aber zwei unterschiedliche Tiere. Da musste ich dann wieder in meine Aufzeichnungen gucken, um zu sagen, einer war braun. Dass bei vielen Vogelarten die Weibchen so komplett tarnfarben, braun oder grün sind, hat halt den Grund, dass sie auf dem Nest sitzen und da leichte Beute für Katzen und andere Raubtiere sind und deswegen einfach nicht gesehen werden dürfen. Also offen brütende Vögel mit einem quietschebunten Weibchen sind wahrscheinlich nach und nach einfach ausgestorben, weil sie gefressen wurden. Die Männchen hingegen haben erstmal den Job vom Nest abzulenken häufig. Man sieht manchmal so ein Männchen, das so tut, als wäre es krank, mit einem hängenden Flügel oder irgendwie aufgeplustert, aber total gut sichtbar sitzen. Kann man davon ausgehen, dass im näheren Umfeld einfach ein Nest hinter Blättern mit einem getarnten Weibchen ist und das Männchen den Job hat, Raubtiere abzulenken, indem es sich auf sich lenkt. Das ist eine erstaunlich verbreitete Strategie. So, hier erinnere ich mich aber noch, dass das hier wirklich zwei Schwarze waren, also zwei Männchen. Und der hier saß hier sowieso ganz alleine, also auch ein Revier. Hier auf dem Rathausplatz.
könnte jetzt natürlich einer von den von hier vorne sein, der mal zur Futtersuche rübergegangen ist. Das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Dieses Revier ist jetzt einfach mal auf Verdacht. Und um die Statistik nicht zu sehr zu verfälschen, würde ich dann woanders ein unsicheres Revier dafür einfach mal weglassen. Da stimmt schon im Mittel die Anzahl. Was die Vögel genau tun, wie gesagt, das könnte mir vielleicht ein Anwohner sagen, der den ganzen Tag aus dem Fenster guckt. Aber wenn ich viermal im Jahr diese Strecke abgehe, dann kann ich das so wirklich nicht erfassen. So, und das würde ich in meine Excel-Liste also eintragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Amselreviere. Und mit dem nächsten Vogel fortfahren. Amseln also erstmal ausblenden. So, wen wollen wir nehmen? Mauersegler sind ungünstig, Hausrotschwänze. Habt ihr bestimmt alle schon gesehen, ganz häufiger Siedlungsvogel, sitzt gerne auf Dächern. Und ich habe ihn noch gar nicht so oft gesehen wie Amseln. Jetzt wäre natürlich schön, wenn wir alle unsere Einstellungen, die wir an dem Amsel-Layer gemacht haben, hier direkt übernehmen können. Es geht. Man kann nämlich den Stil kopieren. Dann Stile, Stil kopieren. Und gehen dann zu unserem Hausrotschwanz-Layer. Nee, habe ich hier das falsche Layer genommen? Also das war's. Stil kopieren. Und sagen hier dann Stil einfügen. Und sofort haben wir hier wieder unsere gepufferten Labels mit Monat und Atlas-Code. Auch diesen Klick können wir uns ein bisschen wenig 100.000 Mal machen. Wir nehmen jetzt einfach alle Karten, die wir hier haben. Eine Ampel hatten wir schon. Schmeißen sie auch ein Stück hier rein. Dauert einen Moment. Da sind sie. Und können sie jetzt auch hier alle markieren. Und Stil einfügen. Jetzt haben alle unsere Artenkarten, die wir vorhin gesplittet hatten, die gleichen Labels und die gleichen Farbcodes. Natürlich ist das ein riesiges Gewirr. Darum müssen wir sehen, dass wir sie alle erstmal ausblenden. Alle Layer weg. Ja, endlich Ruhe. OpenStreetMap wieder rein. Wo sind jetzt die Hausrotschwänze hier? Und das können wir genauso mit denen weitermachen. Wir können ihm jetzt wieder ein Shape Layer geben von Typ Polygon. Dieses Layer auf Bearbeitung setzen. Und eben fröhlich anfangen, diese Hausrotschwanz Reviere zu markieren. Ich denke, das muss ich jetzt nicht nochmal genauso im Detail machen. Das funktioniert genauso wie bei der Amsel. So, und wenn wir da mit dem Kartieren durch sind, dann nehmen wir uns den Meldebogen. Das ist das Teil, was wir am Ende einschicken an den Dachverband Deutscher Avifaunisten. Sieht ein bisschen wirr aus, ist es aber nicht. Hier sind jetzt nämlich alle 99 Vogelarten drin, die im Monitoring häufiger Brutvögel enthalten sind. Aber von diesen 99 Arten kamen, ich habe das nicht gezählt, vielleicht 20 überhaupt in unserer Siedlung vor. Wir tragen hier oben dann ein, auf was für eine Art von Landschaft wir kartiert haben, nämlich Dorf, Garten statt Kleingärten und ein kleines Stückchen von der Probefläche war Industrie, das war nämlich der Teil mit den Bandgleisen. Und jetzt tragen wir halt ein, von welcher Vogelart, wie viele Reviere
In welchem Landschaftstyp? Wir haben hier nur zwei Landschaftstypen und gar nicht mal so viele Vogelarten. Würden wir es also raussuchen? Nee. Ah, genau, Amsel, da würden wir jetzt hier unsere Amselreviere eintragen. Im Lebensraum Dorf Gartenstadt. Und wir würden. Du gehst, wo bist du? Hier. Mal gucken, ob wir bei dem Industriegebiet-Teil hier hinten noch eine Amsel haben. Da war keine. Und diese Vögel dann eben bei Industrie eintragen. Andere Landschaftstypen, Nadelwald, Agrarlandschaft kam bei uns nicht vor. Kann man diskutieren, ob der Landschaftstyp Friedhof vorkam. Es kam ja ein Friedhof vor. Aber um diese Auswertung nicht total zu verfisseln, wertet man Landschaftstypen eigentlich nur, wenn sie mindestens 300 Meter ausmachen. Weil dieser Friedhof eher relativ klein ist, hat mir jetzt einfach der Gartenstadt mit zugeschlagen, weil er sich außer von der Größe nicht nennenswert von den Hausgärten unterschieden hat. Ja genau, und dieses Esselblatt hatte jetzt hier 23 verschiedene Arten. Da schickt man dann einfach ein, zusammen mit den Shapefiles von den Polygonen. Und dann überlässt man der Zentrale, daraus die Indikatoren zu berechnen. Damit ist man bis am jährlichen Ehrenamt dann erstmal auch durch. So, das war jetzt das allererste Jahr, in dem wir das überhaupt so mit Naturalist und dann mit QGIS gemacht haben. Und ich denke, es hat sich absolut bewährt. Man ist erstmal sehr viel schneller fertig, man hat nicht so viel Papier und man kann abgeben mit einer E-Mail und nicht mit dem A4-Umschlag. Ja, und darum hoffe ich jetzt, dass ihr ein paar Fragen noch habt. Weil mit der Vorführung bin ich ansonsten soweit durch. So, dann ich gehe nochmal zurück zu einem, ich habe noch ein paar Links für euch. So. Wenn ihr jetzt erst gesehen habt, wie toll QGIS ist, könnt ihr euch das unter QGIS.org holen. Wenn ihr mehr von dem Vogelmonitoring erfahren wollt, dann guckt mal beim Bundesamt für Naturschutz, dass diese Monitoring in Auftrag gibt. Die haben eine ganz gute Infoseite, wofür die überhaupt gut sind. Und wenn ihr jetzt mitmachen wollt, wenn ihr entweder beim Monitoring häufiger Brutvögel wie dieses jetzt oder wenn ihr noch nicht so firm seid im Vogel erkennen, dann ist vielleicht das Monitoring seltener Brutvögel für euch besser. Da muss man nämlich nur eine einzelne Art erkennen und sucht dann genau nach dieser Vogelart. Dann schaut ihr bei dem DDA vorbei, der die Monitorings koordiniert. Da gibt es einen Koordinator für jeden Bereich, da könnt ihr hinschreiben, hallo, ich bin neu, möchte seltene Vögel monitoren oder hey, ich kenne mich total aus und ich möchte häufige Vögel monitoren. Das Gemeine bei häufigen Vögeln ist nämlich, dass man losgeschickt wird, wenn man so 99 unterschiedliche Vogelarten sicher entweder an Bild oder Stimme erkennen. Weil meistens Vögel sind ja nicht doof, die verstecken sich, entweder man hört sie nur oder man sieht sie nur. Und man muss sie trotzdem immer sicher bestimmen können. Und wenn ihr einfach so Low-Level einsteigen wollt, Zufallsbeobachtung melden wollt, öfter mal draußen sitzt und Vögel einfach mal so zählen wollt, dann schaut euch mal Ornito an, das deutsche Portal zum Melden von Vogelbeobachtungen. Wenn euch Fragen erst morgen einfallen, dann könnt ihr mich natürlich auch erreichen über Twitter, über Mastodon oder ihr schreibt mir einfach über meine NABU-Adresse. Jetzt bin ich aber auch wirklich durch und hoffe auf eure Fragen. Dann Dankeschön, Coco. Das war sehr spannend. Insbesondere auch, weil tatsächlich die Corona-Zeit ja einen Seiteneffekt hat. Die Natur ist tatsächlich auf jeden Fall für mich spürbar aktiver geworden. Ich habe tatsächlich dieses früher ein Rotkehlchenpaar direkt auf dem Balkon in einem Regal gefunden. Ein Regal, die haben das sich ist einfach, gut. Die haben sich ein Vogelhäuschen, was eigentlich ein Vogelfutterhäuschen gedacht ist, gedacht, ach, da kann man auch drin brüten. Wenn das Futter dann so nah ist, optimal.
So, ich schaue dann mal in die Fragen rein. Eine steht schon ziemlich lange drin. Ich lese sie mal auf Englisch vor. Did you consider creating a Birds QGIS Plugin for the Lookup Tables, which you used in your talk? Also hast du ein Vogel-Plugin für diese Tabellen in Erwägung gezogen? Also da ich mit QGIS jetzt auch erst angefangen habe, habe ich erstmal nur geschaut, wie kann ich überhaupt jetzt damit machen. Und jetzt ein Plugin zu schreiben, wäre dann die Aufgabe über den Winter, damit ich es nächstes Jahr dann benutzen kann. Das würde ich dann aber auch gleich allen Kartierern zur Verfügung stellen wollen. Es müsste also anständig aussehen. Ja, immer dieser Perfektionismus. Das hat Andererseits, durchaus ihren Sinn. wir haben ja jetzt sicherlich den ein oder anderen interessierten Zuhörerin und vielleicht fühlt sich ja jemand berufen und möchte da mitmachen. Ja, auf jeden Dann Fall. Da würde ich mich sehr freuen. weil im Prinzip lebt der Chaos auch davon, dass man sich zusammenfindet, relativ spontan und gemeinsam interessante Dinge macht. Ja, auf jeden Dann Fall. schauen wir mal nach der nächsten Frage. If the QGIS Setup will kept for the coming years, are there plans to extend QGIS for your work, e.g. count the areas and put them directly into Excel? Das wäre wieder ein Ding für das Plugin, das eben diese Polygon-Layer automatisch dann zählen und das Excel übertragen würde. Das sind alles Dinge, die sich in den nächsten Jahren wohl nach und nach aufbauen werden. Ich bin jetzt schon sehr glücklich, dass ich überhaupt GeoJSON bekommen habe. Wenn auch Und mit Bug. ja, also wenn es auch nicht ganz vollständig ist, ist mir sicher, nächstes Jahr bekomme ich das vollständig. Aber die Leute beim DDA, die sind ja auch nur ehrenamtlich und die können das auch nicht alles auf einen Schlag programmieren. Und es ist so, die meisten Kartierer sind etwas ältere Leute, häufig auch schon Rentner und so, für die die ganze Digitalisierung überhaupt erst mal ein großer Schlag ist. Und deswegen waren die DDA-Leute, die erst mal damit beschäftigt, einen PowerPoint-Export daraus zu machen. Man hatte also die Möglichkeit, alternativ zu GeoJSON, Bilder in einer PowerPoint-Präsentation zu bekommen, wo dann die Punkte eingezeichnet waren und so. Gerade für Leute, die mit digitalen Sachen sich noch gar nicht auskennen. Ich meine, das sind jetzt keine Nerds, die wir ins Feld schicken. Das sind Hobby-Ornithologen oder Berufsbiologen, die das in ihrer Freizeit machen. Oder Leute, die irgendetwas machen und sich nebenbei sehr für Vögel interessieren. Ich kann nicht erwarten, dass sie alle gleich ja hier GPS-Koordinaten, OSM und so weiter alles beherrschen. Ja, Und vor allen Dingen soll damit. es ja auch leicht benutzbar sein und schnell gehen. Genau. Man möchte ja dann nicht noch extra irgendwelche schwierigen Sachen rumfummeln. Eben, es muss halt was Einfaches sein, wofür man kein IT-Experte sein muss. Und auch wenn ich jetzt wirklich ein QGIS-Plugin schreibe, die Idee finde ich übrigens sehr schön, dann muss das wirklich QGIS vereinfachen, dass das ein totaler Anfänger benutzen kann. Und vor allen Dingen das Geschlecht des beobachteten Vogels korrekt exportieren. Dann habe ich Oder auch eine die Frage. Bewegungsrichtung anzeigen. Bewegungsrichtung, wie gesagt, ich kann nicht wissen, was da rausgekommen wäre, weil ich sie nicht erfasst habe. Das wäre dann auch noch das nächste Experiment. Deine Bewegungsrichtung oder des Die des Beobachters Vogels. oder des Nee, Vogels? man kann die Bewegungsrichtung des Vogels im Naturalist schon erfassen. Also man kann sagen, ich sehe einen Vogel, der sitzt aber nicht fest auf diesem Baum, sondern der fliegt nach Nordwest und so. Dann kam ein anderer Ja. und flog nach Nordost. Ich Wenn man das. meine, die Blickrichtung des Telefons, die kann man ja eigentlich schon auslesen und mit in die Beobachtung eintragen. Das mit dem Vogel wird schwieriger. Dann hätte ich hier eine Frage, die relativ naiv scheint, aber eigentlich durchaus relevant. Bei welcher Wetterlage sollen Vögel gezählt werden? Möglichst bei Sonne und trockenem Wetter und auch möglichst bei Sonnenaufgang. Das ist so, Vögel sind ja eigentlich vor Sonnenaufgang. Es gibt dann eine regelrechte Vogeluhr, wo man ablesen kann, wann man erwarten kann, welcher Vogel eine Stunde vor Sonnenaufgang beginnt zu singen, welcher fängt eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang an. Und genau bei Sonnenaufgang hat man die meiste Vogelaktivität. Die Vermutung, warum das so ist, ist, weil morgens ist es noch feucht und kalt, da sind noch keine Insekten unterwegs und damit finden die sowieso noch kein Futter. Also nützen sie diese blöde Zeit, wo sie wach sind, aber das Futter noch nicht wach ist, um erstmal ihr Revier zu markieren, um zu balzen. Und alles zu so tun, was ein Vogel halt sonst so tun muss. Und deswegen hat man eben
beim Aufwachen der Vögel dieses irrsinnige Konzert, wo die alle gleichzeitig singen, und jeder im Prinzip schreit, hier ist mein Revier, ich beanspruche diesen Baum und eine Frau suche ich auch noch, um das mal platt auszudrücken. Ja, man versucht also bei Sonnenwetter zu gehen, weil bei Sonne und trockenem Wetter sind die meisten Vögel aktiv. Bei Regen hat man das meistens, dass sie sich dann doch irgendwo erstmal verstecken, wo man nichts von ihnen sieht. Da haben sie auch keine Lust zu singen. Es ist allgemein leiser. Dann kann man davon ausgehen, dass man sehr viele übersieht. Man sollte also schon auf den Wetterbericht gucken, auch wenn man, ich fahre jetzt eine Stunde zu meinem Quartiergebiet mit dem Fahrrad, wenn ich bei trockenem Wetter losfahre, sollte ich schon gucken, ist es einfach nur trocken oder trocken mit Wolken? Es sollte sternklarer Himmel sein beim Losfahren, weil man dann davon aussehen kann, dass der Sonnenaufgang immer noch wolkenloser Himmel ist. Und man guckt auch ein bisschen auf den Wetterbericht, dass es dann noch 2 Stunden noch trocken bleibt, dass man nicht mitten in den Regen reinfährt. Und so. Das ist der nächste Punkt. Die meisten Probeflächen sind eben ziemlich weit draußen. Da wird man eben alle Landschaftstypen erfasst. Ich habe jetzt zum Glück eine Siedlung erwischt. Aber auch zu dieser Siedlung fahre ich mit dem Fahrrad eine Stunde. Andere haben vielleicht einen Wald am Ende der Welt. Da müssen sie schon gucken, dass sie zusehen, dass sie, wenn sie in der Nacht losfahren, kurz nach Sonnenaufgang noch bei sonnigem, trockenem Wetter ankommen. Weil dann bekommen sie die meisten Vögel mit, heißt, übersehen sie die wenigsten. Das heißt, man bekommt tatsächlich ein Gebiet zugewiesen? Also man sucht sich das Gebiet aus. Es gibt auf der Webseite vom DDA, teile vielleicht am besten nochmal meinen Bildschirm und suche es mal raus, eine Liste von diesen Karten. Und da kann man gucken, welche Gebiete frei sind und welche Gebiete schon vergeben sind. Über den Monitorings. Häufige Brutführung, Wasservogelzählung gibt es auch noch. Und jetzt kann man erstmal gucken, in welchem Bundesland man suchen möchte. Und dann sucht man sich dann auch den Landkreis aus. Und dann kriegt man hier angezeigt, welche Reviere rot, also schon an jemanden vergeben sind. Die werden auch nicht getauscht. Das heißt nämlich, die Daten können erst statistisch verwertet werden, wenn mindestens 2 Jahre lang dieselbe Person kartiert hat. Das liegt einfach daran, dass jede Orden ein bisschen anders hören. Und die Statistik ist ja dafür da, Bestandstrends zu ermitteln. Man möchte sehen, welche Vogelarten erholen sich und welche sind am Aussterben und so. Und da muss ich halt jedes Jahr die gleiche Person mit den gleichen Ohren und Augen dahin schicken, die einfach die gleiche Fehlerquote hat, der gleich viel übersieht und überhört. Wenn ich im nächsten Jahr jemand anders hinschicke, kann das sein, dass der einfach schlechter ist oder einfach besser ist. Die Vögel sind nicht mehr geworden, die erkennt nur mehr und so. Oder wissenschaftliches Arbeiten. Genau. Bedeutet, deswegen, man versucht, systematische Fehler auszuschließen. Genau. Und da wir jetzt nur leider nicht mit Bots, mit Bird-ID arbeiten, die sind nämlich leider noch nicht gut genug, sondern mit Menschen, müssen wir immer die gleichen Menschen auf der gleichen Fläche benutzen. Die roten Flächen, die sind schon vergeben und die grünen, die kann man noch haben. Wenn man jetzt also Bock hat und mitmachen möchte, sucht man sich eine grüne Fläche, guckt sich die Details an. Wenn wir jetzt sagen, die wollen wir haben, dann könnten wir den Koordinator anschreiben und erklären, dass wir halt Vögel gut erkennen, woher wir das können und so weiter, damit er auch glaubt, dass man Ahnung hat. Und dann wird er diese Fläche für einen reservieren. Und von da an ist man open-end mehrere Jahre lang, wirklich solange man lebt, dafür zuständig, 4-mal im Jahr diese Fläche abzulaufen und die Vögel zu zählen. Deswegen das ist ja quasi dann... Dass man eine Fläche in quasi dann wie das Amselmännchen, was dann das Revier für sich beansprucht und sagt, so, das kartiere ich jetzt. Zum Thema Vögel erkennen habe ich hier noch eine Frage oder eine Mischung aus Frage und Bemerkung. Es gibt Webseiten für Ornithologen, wo Beobachter ihre Bilder hochladen. Könnte man das eventuell nutzen, um die Datenbasis zu erweitern oder fehlen da zu viele Informationen? Das machen wir tatsächlich noch, also unterstützend. Es gibt ja hier diese Seite ornitho.de. Das ist so eine Plattform, wo man Beobachtungen, auch Audioaufzeichnungen und auch Fotos hochlädt.
und dann eben Auswertungen aus dieser Datenbank ziehen kann. Und das wird gemacht, da wo Lücken sind, da wo man jetzt keine systematische Kartierung hat, da guckt man eben, was hat man da für Zufallsbeobachtungen. Da weiß man immerhin, welche Arten es da überhaupt gibt. Und also das wird schon seit immer eigentlich unterstützend genutzt. Es gibt andere Plattformen, es gibt eine internationale, das ist eBird.org. Das wird von so einer, glaube ich, englischen Universität betrieben und die sammeln diese Beobachtungen und mit Fotos und Aufnahmen und so weltweit. Wir haben inzwischen auch Daten aus Deutschland, aber alle deutschen Birder, die ich kenne, melden eigentlich alle auf Ornitho. Welche man nur bevorzugt, das ist wirklich Geschmackssache. eBird ist ein bisschen hübscher aufgemacht. Die haben auch ein schönes Lexikon, wo Anfängervögel nachschlagen und anhören können und so. Ornitho ist ein bisschen altbacken. Und dann gibt es noch Xenocanto, das ist eine ganz besondere Plattform. Die habe ich jetzt nicht genannt, weil sie eigentlich nicht zum Kartieren da ist. Da kann man Tonaufnahmen von Vögeln hochladen. Und entweder man weiß schon, was es für ein Vogel ist, dann gibt man alles ganz genau an, diese Art, diese Gegend, hat dabei dies und jenes getan, als er diesen Laut machte und so. Und dann können halt andere nachschlagen und dann werden auch wieder wissenschaftliche Auswertungen drüber gemacht, über die akustischen Äußerungen einer bestimmten Art und so. Also man hat eine riesige Datenbank von Vogel-Tonaufnahmen. Wenn man aber nicht weiß, was für eine Art es ist, dann kann man diesen Vogel als Mystery hochladen. Und da stürzen sich der Hobby-Ornithologen aus der ganzen Welt drauf und versuchen zu bestimmen, zu welchem Vogel dieser Laut gehört. Ja, und wenn es nicht völlig exotisch und abgefahren ist, dann kriegt man innerhalb weniger Tage von einem Experten die Vogelart bestimmt. Sollte es dann auch merken, dass man den Vogel nächstes Mal erkennt. Das ist ja ein bisschen wie Geocaching und Vogelbestimmung machen ein Crossover. Sehr schön. Ja, also Geocaching ist in bestimmter Vogelbestimmung für Leute, die keine Vögel können. Weil ich muss sagen, Vogelbestimmung ist eine komplizierte Sache. Ja, Vogelbestimmung ist die Sache, in die muss man sich wirklich durch Mitlaufen einarbeiten. Also Vögel durch Aussehen bestimmen, das ist nur relativ einfach. Da kann man auch im Lexikon dann nachschlagen und so, da gibt es gute Apps für. Vogelbestimmung nach Ton, ja, da gibt es auch Apps für, die aber noch nicht so genau sind. Sobald da ein Störgeräusch ist, finden die bestimmt die nur noch Blödsinn. Und wirklich freihändig nach den Ohren zu machen, so wie wir das bei dem Monitoring. Also ich habe 10 Jahre mitlaufen bei Exkursionen anderer Leute gebraucht, um halt genug Sicherheit zu bekommen, um jetzt selber zu kartieren. Und das hat dazu geführt, dass ich auch lange, lange unsicher war, obwohl ich es eigentlich konnte. Und dass ich angefangen habe, also die Selbstsicherheit zu sagen, ich gebe jetzt selber Führungen oder ich kartiere selber, das kam im Prinzip durch 2 Todesfälle. Ich bin ja in einer NABU-Gruppe. Und wir hatten immer zwei Leute, die haben Besucherführungen durchs Gelände zu den Vogelstimmen gemacht. Den Leuten dann erklärt, welcher Vogel singt hier, das Lexikon hochgehalten, so sieht er aus. Bin da immer so mitgelaufen. Und dann sind mit wenigen Monaten Abstand die Leute beide gestorben. Und die hatten aber noch einige Führungstermine mit vielen angemeldeten Gästen. Dieses wollen wir denen jetzt allen absagen. Ich versuch's einfach mal. Du hast eine Aufgabe geerbt. Genau, ich bin da einfach mal mit einer 20-Leute-Gruppe und einem Lexikon und einem Fernglas losgezogen und tatsächlich jeden Vogel, den wir gehört haben, konnte ich sofort erkennen und erklären. Da wusste ich, hey, es funktioniert, ich kann das. Seitdem habe ich bei uns in unserer NABU-Gruppe das Thema Vogelstimmen-Exkursion komplett übernommen und eben seit letztem Jahr habe ich mir dann sogar eine Kartierfläche geholt. Und so wächst man eben über die Jahre in dieses Ding halt rein. Es ist nichts, was man über Nacht mal lernen kann oder was man während einer Pandemie lernen kann. Es ist wirklich ein langfristiges Ding. Aber es möchte jeden motivieren, anzufangen. Oder man macht es halt gerade während einer Pandemie, weil wir haben ja gelernt, sich draußen aufhalten und halt in kleinen Gruppen oder mit wenigen Leuten und Abstand und die ganzen Sachen ist eigentlich eine der sichersten Methoden, tatsächlich ein bisschen Unterhaltung und eine Aufgabe zu erfüllen. Ja, das ist jetzt die beste Zeit, um einzusteigen. Noch eine Frage? Genau, ich habe hier noch eine Frage oder Verständnisfrage, dass die App-Screenshots in the presentation look way different than the ones of the one linked below. Is it the right one? Also, dass die Screenshots aus deiner Präsentation deutlich anders aussehen als die, die unten verlinkt sind. Ja, das waren die Screenshots aus meiner Folie. Ja, ich denke mal, eine ist, glaube ich, vom BFN, eine ist vom DDA und die haben die Karten an verschiedenen Stellen. Also das muss jetzt nicht wirklich genauso dieselbe gewesen sein.
Außerdem werden die sich sicherlich auch mit der Zeit verändern. Ja, die Screenshots sind jetzt von letzter Woche, aber ich bin wahrscheinlich einfach auf einer anderen Unterseite gewesen. Man kriegt die gleichen Informationen beim BFN, zum Teil beim DDA, und die gleichen Informationen vom DDA bekommt man zum Teil bei Ornito, aber sie sehen halt immer ein bisschen anders aus. So, was mich gerade sehr freut, ist, dass das Pad tatsächlich fleißig gefüllt wird mit Anmerkungen von Zuhörerinnen. Komm, ich schau mir auch einmal da rein. Reinschmeißen. Und es ist natürlich auch mehreren aufgefallen, dass dein Track mit den Beobachtungen eine spezielle Form hat und diese sehr Anklang gefunden hat. Ich musste auch schmunzeln, als ich das gesehen habe. Ja, total zufällig natürlich. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eine herzförmige Route bekommen habe, wo dann auch noch die Vögel herzförmig gezwitschert haben. Das war alles sehr niedlich. Sehr schön. So, ich schaue mal, ob jetzt noch irgendwas ganz Offensichtliches offen ist. Gut, da ist noch etwas, was relativ schon seit Anfang dran stand. What kind of hardware network configuration is used to track birds? We do not track birds. We just monitor the abundance of the species. Bird tracking is a different project. Darf ich es auf Deutsch erklären? Ja, natürlich. Also ich habe die Fragen sind eventuell einfach durch Übersetzung von englischen Zuhörerinnen geworden. Also bei Vogeltracking-Projekten, da hängt man einzelnen Vögeln, die man eingefangen hat, einen kleinen Peilsender oder auch GPS-Sender an. Bei kleineren Vögeln hat man früher Peilsender nehmen müssen, weil die einfach kleiner und leichter sind. Heutzutage kann man die GPS-Sender aber mit einem Gewicht von 1 Gramm herstellen. Das nimmt man die eigentlich für alles. Und dann liest man den Vogel wieder frei und hatte irgendwo ein paar Empfänger stehen, die immer gemessen haben, wo ist dieser Vogel gerade. Und damit ermittelt man vor allem Zugrouten, um zu wissen, wo geht dieser Vogel im Winter hin und welchen Weg nimmt er, über welche Länder fliegt er und wann macht er Pause und so weiter. Und man benutzt es inzwischen auch für alle möglichen Tiere, um sie zu tracken, vielleicht um zu sehen, wenn sie sich seltsam verhalten, dann droht vielleicht ein Erdbeben oder ein Tsunami. Solche Sachen. Man benutzt es sogar schon an größeren Fledermausarten, um herauszufinden, wo deren Winterquartiere sind, damit man die besser schützen kann. Aber Tracking ist halt immer ein Ding, das man mit Einzeltieren macht. Man hängt ein Netz auf, fängt vielleicht 4, 5 Vögel, hängt diese sehr teuren Sender an und hofft, dass die nicht sterben, bevor man genug Daten gesammelt hat. Und dann bekommt man diese beeindruckenden Graphen, wo dann diese Linien quer über die Landkarte ziehen und diese Vogelzugrouten dann nachbilden. Wenn man sich da als Laie dran beteiligen möchte, gibt es auch eine App für, die heißt Animal Tracker. Da kann man von ganz vielen besenderten Tieren, die irgendwo in der Welt unterwegs sind, sich anzeigen lassen, wo die sind. Gucken, ob vielleicht eins in der Nähe unterwegs ist. Dann mit einem Fernglas hinfahren, gucken, ob man dieses Tier sieht. Und dann in die App eintragen, was dieses Tier gerade tut. Das ist eine Zusatzinformation für die Wissenschaftler, gerade bei Zugvögeln, wenn die irgendwo Pause machen. Sammeln die sich gerade neu oder suchen die gerade Futter oder schlafen die da, solche Dinge halt. Und wenn ein Tier seinen Sender verliert oder der Sender nicht mehr sendet und so, dann kriegt man da die letzte Position angezeigt und kann da suchen gehen, ob dem Tier vielleicht was passiert ist und so. Das ist halt ganz nett, wenn man gerne draußen unterwegs ist und hofft mal so ein besonderes Tier zu finden. Das klingt schon wieder erstaunlich ähnlich wie Geocaching. Ja, Geocaching sozusagen. Ja, genau. Man ist halt draußen unterwegs mit irgendeinem technischen Gerät und sucht Dinge oder Tiere. Ja, eigentlich sehr nerdkompatibel, dieses Hobby. Andererseits ist halt die Frage, wenn man bei Sonnenschein morgens tatsächlich beobachten soll, ich weiß nicht, so der typische oder stereotypische Nerd ist ja dann gerade erst frisch ins Bett gegangen. Oder man muss halt dann noch ein bisschen länger wach bleiben nach der Hacking-Session und dann nochmal schnell eine Runde Vogel beobachten und dann ins Bett. Da habe ich auch noch zwei Dinge für dich. Erstmal beim Monitoring seltener Brutvögel gibt es auch nachtaktive Tiere wie Wachtelkönige, die fast nur nachts singen. Den nachtkompatiblen Nerd würde ich dann eben so zwischen 22 und 1 Uhr nachts zum Wachtelkönig schicken, dass er die Wiesen abhört, wo es Krax, Krax, Krax macht, weil dann nämlich der normale Ornithologe, der eigentlich bei Sonnenaufgang loszieht, da schon längst schläft. Oder ich würde euch Fledermäuse tracken gehen. Ziehende Fledermäuse, da reicht es eigentlich, wenn man eine Richtfunkantenne aufstellt und die besenderten
Fledermäuse zu peilen. Da werden jeden Herbst wieder Funkamateure gesucht, die sich so einen kleinen so einen Raspberry Pi mit so einem SDR zusammenstecken und dann gibt eine fertige Software, die man da drauf installiert. Und da kann man mit seiner Richtfunkantenne, denn wenn die nach Osten gedreht ist, halt peilen, wie die Fledermäuse aus den sächsischen Sommerquartieren übers Meer und in die eventuell skandinavischen Winterquartiere dann ziehen. Auch ein sehr interessantes Projekt. Überhaupt Fledermäuse bestimmt. Man kann Fledermäuse ganz gut die Art eingrenzen anhand von ihrem Ultraschallruf. Da rennt man dann mit dem Ultraschalldetektor nachts durch die Gegend. Also Fledermäuse sind sehr nerdkompatible Tiere. Das klingt in der Tat, als ob da gleich noch der nächste umfangreiche Talk draus werden könnte. Und wirklich viel Material, um sich als Nerd da irgendwie mit reinzuhängen. Ja, gerade wenn man diese Ultraschalldetektoren zu bauen, kann viel Spaß machen. Tatsächlich bei mir in der Nähe fliegen auch Fledermäuse in Mengen rum und ich kann die teilweise sogar selber hören, noch mit nacktem Ohr sozusagen. Und wer weiß, was Technik da alles noch unterstützen kann. Also die Soziallaute von Fledermäusen hört eigentlich jeder, der gesunde Ohren hat. Das sind so höchstens 18 Kilohertz. Was man halt nicht hört, sind die Jagdrufe. Die Jagdrufe von der Fledermäusen, die beginnen beim großen Abendsegler vielleicht bei 20 Kilohertz, das hört ein Kind noch. Aber die von allen anderen Fledermausarten, die wir hier so haben, beginnen bei 45 und gehen bis 150 Kilohertz. Glaube ich eigentlich nicht, dass ein Menschenohr das hört. Wenn man die so hinter der Wand hat oder wenn sie gerade abends aufwachen, das sind Soziallaute, wenn die sich gegenseitig zuflüstern, diese 18 Kilohertz-Laute, die kann man ganz gut noch hören. Das ist das, wenn man die in seinem eigenen Garten hat, auch meistens abends hört. Wenn die dann aber jagt und bei 150 Kilohertz ruft, keine Chance. Da braucht man dann wirklich den Detektor, den man aber ganz gut selber bauen kann. Aber wir schweifen ab, wir waren bei Vögeln. Also ich finde das gar nicht schlecht. Ich habe sehr viel Spaß. Wir haben jetzt den Zeitslot langsam gefüllt. Ein letzter Blick ins Pad sagt mir, dass eigentlich alles beantwortet ist, was gefragt wurde. Vielleicht eine kleine Bemerkung noch aus dem Feedback, was sich zu erwähnen lohnt, dass es auf media.ccc.de auch noch weitere Einführungstalks über QGIS gibt und AdFosGIS ist wahrscheinlich eine Veranstaltung, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Das heißt, da kann man auch noch weiter gucken, wenn man sich darüber belesen oder über Videos schlau machen möchte. Und dann würde ich sagen, beschließen wir den Talk und genau. Schaue ich gleich nochmal durch Pad durch, beantworte übrige Fragen oder welche, die jetzt noch dazukommen. Und dann denke ich, machen wir den Slot frei. Genau. Ja, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Die Kontaktinformationen sind ja unten immer noch auf der Folie drauf. Und ich bin sehr gespannt, ob jetzt die diversen Vogelbeobachtungsgruppen und der NABU, ob die jetzt sich plötzlich wundern, warum so viele junge Menschen auf einmal eingeströmt kommen, die alle danach fragen, wo sie denn jetzt Vögel beobachten dürfen. Ich nehme auch gerne Leute mit. Wie gesagt, ich mache in der ersten Jahreshälfte, wenn die Vögel singen, Vogelstimmen, Exkursionen, dann nehme ich jeden gerne mit. Und auf diesem Twitter- und Mastodon-Account, der hier steht, erscheinen auch immer mal wieder Vogelfotos, denn meistens bin ich mit einer ziemlich großen Kamera unterwegs und jage sowas wie Eisvögel und so. Das klingt hervorragend. Kann ich auch gerne Leute mitnehmen, obwohl beim Vogelfotografieren immer besser ist, wenn man alleine ist. Weil dann scheucht man nicht so viele Tiere auf. Sehr schön. Okay, dann schön, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören.